Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Chernobylite und wir starten rein in unsere nächste Hauptmission und ich würde sagen, wir fangen mal an in Kopachi. Da waren wir glaube ich schon etwas länger nicht mehr. Das ist ja direkt hier unter uns, ein alter Freund. Es ist gut möglich, dass sich mein alter Freund und Mentor in den Händen von Nah befindet. Wenn es wirklich der Georgi Semonov ist, an den ich mich erinnere, wird er mir mit Sicherheit helfen. Ich muss ihn finden. Und das werden wir mal schauen, ob wir das schaffen in dieser Folge. Da startet der liebe Igor rein und wir starten die Mission. Die anderen sind auch schon zugewiesen. Olivier wird Monster jagen im Auge von Moskau mit einer Erfolgschance von 99%. Also das muss ja glatt gehen. Und Mikhail wird Lebensmittel holen in einem Roten Wald mit einer Erfolgschance von 72%. Also das kann mit hoher Wahrscheinlichkeit was werden, kann aber auch leider nichts werden, wenn wir Pech haben. Mal gucken, wer das dann überraschen. Wir lassen uns überraschen und gucken mal, was Georgi Semenov, старый добрый Дед Мороз, auf uns zukommt. Тебе ведь интересно, что произошло с ним тогда, много лет назад? С чего бы ему работать на Нар, любимый? Наверняка у него есть серьезные причины. Он всегда был к нам добр. Dass die Tatjana da über alles immer so genau Bescheid weiß, wundert mich ein bisschen. Ich habe mir irgendwie schon mal so ein Hirngespinst hier erfunden, so zusammengesponnen in meinem Köpfchen. Dass die Tatjana möglicherweise diese Sachen hier, was wir glauben, dass sie sagt, dass sie uns das gar nicht sagt, sondern dass das einfach wir uns vorstellen, dass sie das sagt. Aber das eigentlich ja von uns kommt. Na, gucken wir mal. Wir haben blöderweise keine Waffe dabei. Guck mal. Wir haben keine AK dabei. Das ist ja... Oh. Haben wir ja doch eine dabei. Oh, okay. Ha, Schnellmenü 4. Ich habe schon gedacht, wir haben die vielleicht verloren oder so. Weil wir ja eben weiße Schuhen waren in der letzten Folge. In einer anderen Welt. Wir haben zumindest unser PDA-Upgrade. Wir haben zumindest unser Scanner-Update. Und können hier ganz weit in die Ferne gucken. Was haben wir denn zu tun überhaupt hier auf dieser Karte? Eigentlich überhaupt nichts. Es gibt nichts, was wir hier tun müssen, außer die Mission, ein alter Freund. Da hinten müssen wir hin. Es gibt keine Fragezeichen. Wir haben alles schon mal mitgenommen. Das ist ganz okay. Das heißt, das Einzige, was wir machen müssen, ist ein bisschen looten. Oh, da vorne leuchtet irgendwas. Guck mal. Ist das vielleicht eins dieser Fotos, die wir mitnehmen können, die wir finden können? Das ist eins dieser Fotos, die wir finden können. Guck mal einer an. Eins der Fotos, die durch das neue Update, das erschienen ist am 21. April 2022. Ich habe es in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen. Das ist die Season 1. Und zwar neue Details zu Igor und Tatjana wurden da freigeschaltet in Memory of You. Also Fotos von Tatjana gibt es hier überall über die Karte verstreut. Die sind dort findbar. Und wenn wir so ein Foto finden, was wir jetzt gleich tun werden, dann sollte das entweder eine kleine Zwischensequenz triggern oder eine kurze Animation und gibt dann weitere Hintergrundinfos zur Story. Und anscheinend haben wir hier gerade so ein Foto gefunden. Давай уедем отсюда, Игорь. Пожалуйста. Уедем? Куда? Куда угодно. В Европу, в Америку. С твоим талантом и моим обаянием мы где угодно приживемся. Это опасные фантазии, Таня. За такое могут арестовать. Ты же знаешь, наша жизнь тут. Эта жизнь рано или поздно нас погубит. Die Tatjana, die Frau im roten Kleid. Und von der Frau im roten Kleid haben wir ja ganz am Anfang auch schon mal was mitbekommen. Und das Foto verschwindet. Neues Level erreicht. Guck mal. 4 Fertigkeitenpunkte. Sehr schön. Da können wir uns nämlich dann hier, wenn wir wieder zurückkommen, von Mikhail ein bisschen was für unsere Tasche leisten. Nämlich 12 weitere Plätze hier drüben. Finde ich gut. So, lassen wir mal den Scanner nochmal durchlaufen. Ich finde das sehr gut, dass wir jetzt hier ein Update haben, muss ich zugeben. Da finden wir schon erstens mehr, weil wir nicht so oft den Scanner durchlaufen lassen müssen. Und natürlich auch auf weitere Distanz. So, 270 Meter sind es noch bis dorthin, wo wir hin müssen. Also schon noch ein großer, großer Weg. So, da ist überhaupt nichts. Hm.
Finde ich aber schön, dass zumindest die Fotos auch ein bisschen gehighlightet werden. Die werden also nicht, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe, auch mit so einem Fragezeichen markiert auf der Karte. Da wurden ja normalerweise die Hinweise, die wir finden können und generell das, was wir finden können, was uns auch ein paar XP bringt, damit wir eben ein paar Fertigkeitenpunkte bekommen, die werden ja normalerweise immer mit so einem Fragezeichen markiert auf dieser Übersichtsmap hier. Wir sind mittlerweile hier schon komplett fertig, deswegen gibt es da nichts. Aber normalerweise, wenn wir irgendwas finden könnten, wäre da so ein Fragezeichen auf der Karte markiert. Und ich hätte mir vorgestellt, dass vielleicht auch, die Soldaten sind hier, dass vielleicht auch die Fotos, die wir finden können, mit so einem Fragezeichen auf der Karte markiert werden. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach. Aber zumindest, wenn wir mit dem Scanner einmal einen Scan durchlaufen lassen, werden die ein bisschen hervorgehoben. Nämlich mit so einer grünlichen Farbe. Das finde ich auch ganz okay. Also da bin ich schon ganz zufrieden damit. Wenn wir da jetzt nicht unbedingt alle Fotos finden, es sind mehrere Dutzend, habe ich gelesen zumindest. Wie viele es genau sind, weiß ich leider nicht. Also wir können da jetzt nicht mal eine Liste führen und sagen, es sind 30 und 30 haben wir irgendwann mal. Wir haben jetzt gerade mal eins und es gibt auf jeden Fall ziemlich viele. So viel ist schon mal fix. Und wir versuchen einfach, den Großteil finden zu können. Treibt sich der denn da rum? Da hinten ist noch ein bisschen Treibstoff, würde ich gerne mitnehmen, weil den braucht man nämlich ganz, ganz, ganz dringend. Boah, guck mal, wie viel es da geben würde. Wir könnten die jetzt natürlich wieder umknallen. Unsere Psyche sollte ja eigentlich keine Auswirkungen mehr davon tragen, aber wir wissen ja, dass das nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Und schon gar nicht, wenn das auch noch ein gepanzerter Soldat ist. Scheiße. Das ist keiner. Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen, ob wir den wirklich angreifen. Scheiße. Wo sind die denn überhaupt? Ich gehe mal hier rüber. Der eine muss irgendwo hier stehen. Ja, wenn wir dann zu viel rumballern, geht das natürlich schon auf die Psyche, das ist klar. Also wir können den einen oder anderen erledigen, aber wir können hier nicht einfach hunderte erledigen. Ein Sergeant. So, das sollten alle gewesen sein. Ein bisschen was ist an unsere Rüstung gekommen, aber da haben wir ja sowieso generell nicht so viele Platten dabei. Na, dann können wir die zumindest mal looten. Eieieiei, das war zwar nicht mein Plan. Ich wusste auch nicht, dass das ein gepanzerter Soldat ist. Da hätten wir uns nämlich die anderen alle ersparen können. Dann hätte ich den, glaube ich, auch gar nicht angegriffen, muss ich zugeben, wenn ich das gewusst hätte. Aber gut. Jetzt ist eh schon zu spät. Jetzt können wir zumindest mal alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Ein bisschen auf die Psyche ist das Ganze ja dann doch gekommen. Also wir haben zwar den Vorteil, dass wir jetzt hier schießen können und nicht automatisch jeder, den wir umbringen, treibt unsere Psyche nach unten. Aber wenn wir dann hier ordentlich durch die Gegend ballern, dann hat das irgendwann natürlich schon Auswirkungen. So, na macht er nichts. Wir haben zumindest jetzt mal alles mitgenommen. Immerhin. Oje, ich höre schon wieder den Donner. Das heißt, wir sollten uns sputen. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt auch noch Soldaten sind. Theoretisch müssten die das ja alle mitbekommen haben. Ich lade mal ganz kurz meine Waffe nach. So viel Muni haben wir gar nicht mehr. Guck mal, wir haben nur noch ein paar Schuss. 14 Schuss haben wir und das war's. Also wir sollten, glaube ich, dann gucken, dass wir vielleicht ein bisschen öfter mit unserer Pistole schießen. Da haben wir nämlich noch 54 Schuss. Da oben wird es auch noch ganz viel geben. Guck mal, sogar ein Foto, glaube ich. Da gucken wir auch mal ganz geschwind. Ja, das da hinten ist ein Foto. Ach nee, das ist gar kein Foto. Das ist der Hinweis, den wir, glaube ich, schon x-mal gelesen haben mittlerweile. Ja, Agent Splitter, das kennen wir schon.
Na gut, zumindest ein paar Essensrationen. So, bevor es jetzt hier wirklich ordentlich anfängt zu blitzen, dass wir vielleicht den Black Stalker zumindest hier einmal nicht in die Quere kommen, beziehungsweise eher uns nicht in die Quere kommen, versuchen wir da jetzt mal ein bisschen zu laufen. Es blitzt schon. Der ist immer schneller und immer schneller. Irgendwann mal ist der wahrscheinlich schon vor uns auf der Map. Da wissen wir noch gar nicht, wo wir hingehen, und der ist schon da. Was ist denn jetzt los? Wieso kommt denn der jetzt plötzlich hierher? Eieieiei, guck mal da vorne. Irgendjemand ist da vorne. Es ist wieder ein gepanzerter Soldat. Na, Glückwunsch. Schnell weg da. Warum kommt denn da jetzt plötzlich so ein Tschernobyl auf einmal angeschissen? Okay, drei von denen haben wir. Das sollten wir eigentlich hinbekommen können, die drei hier. So, der hat nichts mitbekommen. Oh, doch noch jemand. Eieiei, das geht schon ordentlich auf unsere Psyche hier. Willst du mich verarschen? Der ist jetzt auch da, oder wie? So schnell? Aua! Boah, Alter! Und der Tschernowirt will uns auch noch angreifen. Das ist ja nicht normal jetzt. Okay, weißt du, was wir machen? Wir laden nochmal ganz kurz. Würde ich sagen. Wo laden wir denn nochmal? Wir laden nochmal hier, würde ich sagen. 17:17, das sollte passen. Wir laden nochmal ganz kurz. Nein. Das Problem hatten wir schon mal. Georgi Semyonov. Ja. Starый добрый Дед Мороз. Ja, Tatjana, das Problem hatten wir schon mal. Da kam dann, wir haben 13 Minuten, ich habe 13 Minuten auf der Uhr. Und der ist jetzt schon hier, der Black Stalker. Das gibt's ja nicht, dass der so schnell ist. So, und weißt du, was wir jetzt machen? Wenn wir wissen, der kommt. 3 Minuten 40 geht uns der dann am Arsch. Da oben geht uns der Tschernobyl am Arsch. Na, das ist ja super toll. Dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir da irgendwo hinkommen. Und dort dann möglicherweise dem schwarzen Stalker irgendwie entwischen können. Dann lassen wir jetzt mal die in Ruhe. Wir lassen mal den Tschernobyl in Ruhe. Umbringen müssen wir die nachher so oder so. Also da werden wir nicht drum rumkommen. Es sind wieder 4 Soldaten, nicht nur 3. Das geht dann natürlich wieder auf unsere Psyche, aber erstens gibt es da ziemlich viel zu finden. Und zweitens kommen wir, glaube ich, auch nicht ganz drum rum. Wir müssen die umbringen, sonst bringen die uns um. Ist ja nicht so, dass die uns dort freundlich empfangen würden und wir würden dann gemeinsam Abendessen. Die würden uns ja genauso töten. Das geht bestimmt auch auf die Psyche von denen. So, ich hoffe nur, hier sind jetzt keine Soldaten. Das ist ja ein Wahnsinn, wie schnell der immer hier ist. Huch, das Gruselpüppchen. Geht's überhaupt weiter? Super toll. War sogar 3 Minuten 50.
Da steht ja direkt hinter uns. Nein! Der hat uns schon wieder entdeckt, der Wichser. Oh! Ich würde den ja gerne irgendwie erledigen, aber ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht so einfach. Vor allem... Oh, Kacke. Weil der 2100 Lebenspunkte zumindest hat, als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Also genug. Das heißt, wir laufen jetzt hier die nächsten 3 Minuten einfach mal quer durch die Gegend und hoffen, dass der uns nicht treffen kann. Weil wir kommen gegen den seine Waffe überhaupt nicht an. Das ist schon mal fix. Und der ballert immer noch. Eieieiei, okay, da sollte man nicht unbedingt hin. Krass. Lauf. Nicht langsamer werden. 2 Minuten 26. Wir wurden bisher noch nicht getroffen. Wir müssen dann nachher auf jeden Fall mal schauen, dass wir unsere Strahlung irgendwie loswerden. Vielleicht aber auch erst, wenn wir wieder zu Hause sind. Ist mir auch egal. Das geht nicht gut für dich aus. Naja, die 2 Minuten haben wir schon geschafft von den 4. Na, jetzt wird's aber krass hier, Freunde. Wo sind wir denn da überhaupt? Ich glaube, ich sollte hier alles machen, nur jetzt nicht looten. Krass. Da geht's in den unterirdischen Tunnel rein. Ich glaube, da waren wir auch schon mal. Aber selbst dort würden sie ja wahrscheinlich finden. Boah, was der für eine krasse Waffe hat. Das ist ja nicht zu glauben. Da geht's auch in den Tunnel. Ist ja wurscht. Gehen wir einfach mal rein. Der kommt bestimmt trotzdem hierher. Oder? Findet der hier nicht rein? Natürlich findet er hier rein. Aber da kann er uns wahrscheinlich so schnell nicht finden. Ich glaube, das muss... Da kann er uns so schnell nicht finden. Alter, die Geräusche. Steht direkt hinter uns. Er kann uns überall finden. Oh, ich glaube, da gibt es ein Foto. Oder es ist wieder nur so ein Textdokument. Ich weiß es nicht. Wo sind wir denn hier? Da oben, okay. Gucken wir dann nachher nochmal. Ja. Wie kommt denn jetzt dahin? Boah, das war schon nah. Was der für eine geile Waffe hat. 37 Sekunden noch. Ja, komm, den Spruch kannst du auch mal einen anderen überlegen. Oh, Kacke. Oh, Kacke Mio, Kacke Mio. Ach, guck mal, da haben wir die erledigt. Da ist die Strahlung wieder hoch. 16 Sekunden noch. Na komm, jetzt musste ich dir aber bald verziehen. 3000 EP hat er. Also nicht EP, sondern Lebenspunkte. 3000 Lebenspunkte. Ein gepanzerter Soldat. Oh! Ein gepanzerter Soldat hat einen Bruchteil von denen und ist irrsinnig schwer zu erledigen. Wie sollen wir den bitteschön killen? Außer gar nicht. Ach du Scheiße. Boah, das war jetzt eine krasse Nummer, Freunde. Das war jetzt aber eine krasse Nummer hier. Wir haben es geschafft, ohne dass uns der ein einziges Mal auch nur erwischt. Oh, Kräuterlies. Aber wir haben halt überhaupt keine Zeit mehr. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Wir müssen so schnell die Missionen erledigen. Da gibt es gar keine Zeit mehr zum Sammeln. Irgendwann mal, wenn wir eine geile Waffe haben, dann werden wir da drauf losballern. So, und jetzt würde ich ganz gerne mal gucken, was das hier ist. Опять в детский сад собралась? Лена попросила помочь с детьми. У них людей не хватает. Ты очень добрая, Таня. Но нельзя тратить все свое время на других. О себе тоже надо заботиться. Ну ты же знаешь, надо хорошо воспитывать детей. А они будут за нами ухаживать, когда мы состаримся. Уже поздно. Я уже состарился. Глупый. Ну не переживай. Я буду за тобой ухаживать, профессор. Хм...
Und wieder ein Foto von früher. Gut, dass wir nochmal hierher gekommen sind. Und jetzt werden wir mal schauen, wie wir da hinten hinkommen. Zu unserem alten Freund. Ich glaube, da braucht man eine Gasmaske, so wie das da aussieht. Probieren wir mal hier, vielleicht geht's da. Wir sind ja schon ein bisschen verstrahlt auf jeden Fall. Ah, war das hier? Okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da brauchen wir auch eine Gasmaske. Gut, dann setzen wir uns die lieber mal auf. Ist das hier? Sind wir hier richtig? Wir sind ja irgendwo im Untergrund. Vielleicht hätten wir uns da ja verstecken sollen. Werkstation. Sehr cool. Was kann denn die werkeln? Ah, eine Rüstung kann man sie herstellen. Und eine Tarnrüstung, einen Ghillie. Guck mal, sehr schön. Schwach und unbequem, aber wer unsichtbar ist, braucht keine starke Rüstung. Und mit deiner Rüstung wird man mit 1 mit dem Schatten. Bewegungsgeräusch minus 1. Hier ist Bewegungsgeräusch minus 3. Und wir brauchen definitiv ein paar Metallplatten. Haben wir überhaupt eine Tarnrüstung? Was haben wir denn für eine Rüstung überhaupt? Eine taktische Rüstung. Wir brauchen Keramikplatten. Das hier sind Metallplatten, die wir herstellen können. Das hat also überhaupt keinen Sinn, die jetzt mitzunehmen. Na gut, war schön, dass wir hier waren. Bringt uns aber überhaupt nichts. So, dann gehen wir die Maske mal wieder runter. Und gucken mal, dass wir dort wieder hinkommen, wo wir gerade eben schon waren. Nämlich zu unseren Freunden von da oben. Da müssen wir jetzt nämlich gleich wieder ein bisschen rumballern, habe ich das Gefühl. Da hinten müssen wir hin. Ist das hier überhaupt der richtige Weg? Achso, da müssen wir jetzt lang. Okay, da geht natürlich auch. Ah ja, da sind wir. Genau da sind wir. Oh, wir haben überhaupt keine Deckung, fällt mir gerade auf. Ah! Wo kommt denn der Wichser her auf einmal? Aua. Wo ist das Arschloch? Okay, der Chernobyl ist da hinten gerade despawned. Lebt der noch? Laufen die hier gerade zu uns? Wir haben kaum noch Leben. Erhalt eine Stimmung. Medikit. So, die suchen uns jetzt 2 Minuten lang. Was haben wir denn da eigentlich noch Schönes? Na, immerhin 4 Pistolen-Munition. Wir haben keine Deckung und das ist ein Problem. Wir haben hier keine Deckung und da unten haben wir einen Tschernowirten. Und da hinten einen Toten. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir da unten in die Katakomben kommen. Und uns da irgendwie eine Deckung holen. So, das wären die gewesen. 70 EP gibt's fürs Killen. Theoretisch müsste aber sogar einer noch leben. Wir haben nur noch 3 Schuss. Ich glaube, da müssen wir wieder ein bisschen was herstellen. Wow, jetzt haben wir 1 Schuss dazu bekommen. Das ist ja Träumchen. Da sind zumindest 10.
So, dann looten wir mal den ganzen Spökes hier. Wahrscheinlich fängt es eh gleich wieder an zu blitzen, weil der Lustige glaubt, der muss wieder angreifen. Da gibt's schon einiges. Hinten wird es auch noch was geben. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? 90 Meter. Wir sind da immer noch ganz weit entfernt. Wir müssen da hinten irgendwo hin. Das war wahrscheinlich gar nicht die, die wir erledigen hätten sollen. Das war nur irgendein Außenposten, den wir zufälligerweise entdeckt haben. Oh Gott. Schon wieder drei. Eieieiei, na immerhin, wir haben wieder ein bisschen Munition dabei. Dass die das nicht gehört haben von gerade eben, wundert mich. Die kill ich jetzt aber nicht. Scheiße, ich komme da gar nicht rauf. So, ducken. Ja, geh mal in den Wald, da kann ich dich mit dem Nahkampf erledigen. Das war jetzt aber nicht wirklich gemeint so. So, welches Haus ist denn das jetzt überhaupt, wo wir hier sein sollen? Da vorne ein großes, das ist das kleine. Es blitzt und donnert schon wieder. Dann wird das wohl... dieses hier sein. Что-то я не пойму. Мы отправили целый отряд охранять этого старого пердуна, просто чтобы он мог покопаться в бумажках. Этот старый пердун ценнее, чем целый батальон таких нытиков, как ты. Хочешь сказать, я ошибся с выбором профессии? Нет, Саня. Ты как раз там, где тебе и место. Ich nehme lieber dies hier in die Hand. Schloss knacken. Wir haben nichts dabei. Wir haben keinen Dietrich dabei. Willst du mich verarschen? Guck mal, was es da drin alles geben würde. War da auch was? Nee. Ich hoffe nur, der Black Stalker kommt nicht genau jetzt. Oh. Ach, das ist er ja schon. Na, warte mal. Dann gucken wir mal ganz kurz da nach unten. Wie auch immer wir da nach unten kommen sollen. Shit. Na, hier kann es auf jeden Fall nicht runtergehen. Was haben wir denn da unten für ein spannendes Textdokument? Das würde mich schon sehr interessieren. Das würde mich wirklich, wirklich, wirklich sehr interessieren, dieses Textdokument da unten. Nur wie können wir uns das holen? Außer gar nicht. Hier ist es bestimmt nicht. Das wäre ziemlich gemein, wenn es dort jetzt auch noch einen Weg nach unten geben würde. Der ist immer hier. Scheiße. Ich will das da unten finden. Da riskiere ich sogar einmal noch den Black Stalker. Wo der jetzt spawnt wieder. So wie es aussieht, nicht unbedingt hier. Sollen wir jetzt wirklich diese 3 Minuten hier ausharren? Ich mach das gerne. Wenn uns der dafür nicht am Ohr steht... Da bleibe ich diese 3 Minuten jetzt hier einfach im Fenster stehen.
Da kommt kein Soldat. Und er kommt anscheinend auch nicht. Der kann hier nicht spawnen. Wahrscheinlich. Wir hatten das schon mal. Ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge. Auf jeden Fall bei der letzten Mission. Da haben wir ja diese kleine Puppen. Das kleine Puppenspiel gefunden. Diese kleine Uhr gefunden. Und gerade in diesem Moment sollte der schwarze Stalker kommen. Der sollte gerade dann spawnen. Und ist aber nicht gespawnt. Weil wir eben in der Mission waren. Und ich glaube, wir sind mittlerweile schon so nah an der Mission dran, dass er auch hier nicht herkommen kann. Ich habe jetzt nur ein bisschen Bammel. Wenn ich hier nämlich aus dem Fenster wieder rausspringe, glaubt das Spiel vielleicht, wir bewegen uns wieder von der Mission weg. Was wir ja eigentlich auch tun, weil die Mission ist ja da hinten im Zimmer. Aber ich würde gerne noch einmal eine Etage weiter nach unten gehen, um zu gucken, ob wir dort irgendwo diesen Hinweis finden können. Ich würde diesen Hinweis nämlich liebend gerne mitnehmen. Und ich hoffe, dass wir diesen Hinweis mitnehmen können. Wir warten diese 2 Minuten. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen, ich mache nichts. Ich bewege mich nicht aus dem Zimmer raus, ich gehe hier nicht nach unten. Ich warte diese 2 Minuten einfach hier ab. Und dann gucken wir mal nach unten. Ich glaube, wir müssen vielleicht noch den einen oder anderen von den Leuten da unten erledigen. Ich glaube, da werden wir nicht drum herum kommen. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele. Wir sehen, vor der Tür haben wir einen schwer gepanzerten. Der hat dann wahrscheinlich wieder 600, 700 Lebenspunkte. Also genug. Wir haben eine Reihe von normalen Soldaten, von normalen Nahsoldaten, die aber auch noch relativ schwer zu erledigen sind. Vor allem, weil wir ja nur 17 Schuss noch haben in unserer normalen AK-47. Dafür haben wir 62 hier im Revolver, den wir relativ selten verwenden. Und wir haben den schwarzen Stalker mit 3000 Lebenspunkten. Also 5-mal so viel wie ein schwer gepanzerter Soldat. Und den schwer gepanzerten Soldaten hast du ja gesehen, was der alles machen kann. Der hat nicht so eine geile Waffe wie der schwarze Stalker. Der schwarze Stalker hat, glaube ich, eine Chernobylit-Waffe, mit der der rumballern kann ohne Ende. Die würde ich auch gerne haben. Wenn wir die Waffe haben, die der hat, dann können wir auf Konfrontation gehen. Aber mit unserem Revolver hier, mit der AK-47 mit 17 Schuss, da auf Konfrontation mit dem schwarzen Stalker zu gehen, ich glaube, da können wir gleich sagen, wir begehen Selbstmord. So, eine Minute haben wir noch. Es blitzt und donnert, das ist nicht mehr normal, wie oft der kommt. Ich kann mich erinnern, in den ersten Missionen konnten wir fast die ganze Mission erledigen. Und der schwarze Stalker hat uns nicht ein einziges Mal belästigt. Wir konnten durch die ganze Mission und kurz vorm Ende ist der schwarze Stalker für eine Minute, eineinhalb Minuten gekommen. Mittlerweile, ich habe vorher auf die Uhr geguckt, waren 15 Minuten in die ganze Folge rein. Das heißt, da ist die Zeit inkludiert, die wir vorher noch verbracht haben bei der Missionsauswahl auch. Das heißt, so Pi mal Daumen, 10 bis 12 Minuten und der war schon hier. Wir sind jetzt gerade bei 32 Minuten und wir sehen den das zweite Mal. Also jetzt gerade nicht, aber er wäre das zweite Mal hier. Also der ist mittlerweile so schnell, das ist echt ein Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Da dürfen wir uns nicht viel Zeit nehmen, weil der so schnell wieder hier ist. So, jetzt sollten wir es erledigt haben. Und dann sollte theoretisch auch dieser Balken hier wieder verschwinden. Oder haben wir so viel Schaden schon genommen? Oh, unsere Psyche ist wirklich ein bisschen sehr im Arsch. Ja, dann nehmen wir mal das hier. So. Okay, und dann gucken wir mal, ob wir von dem ganzen Zeug, was wir hier noch so rumliegen haben, irgendetwas mitnehmen können. Der kommt schon wieder. Das wäre zum Beispiel einer, den können wir bestimmt ganz leicht erledigen. Den könnten wir theoretisch auch im Nahkampf erledigen, wenn wir wollen. Ich glaube, das machen wir vielleicht sogar mal. Weil das würde, glaube ich, von den anderen niemand mitbekommen. Oh, ich dachte, er dreht sich schon wieder um und geht dann nach hinten. Ja, komm nur, komm nur, komm nur, komm nur. Ich hoffe, das funktioniert im Nahkampf. Wir haben das schon lange nicht mehr gemacht. Wir können natürlich auch nicht einfach sagen, wir nehmen die Leiche hier weg und verstreuen die irgendwo anders.
Aber das hat zumindest schon mal funktioniert. Dann nehmen wir uns die Chemikalien da drüben auch nochmal mit. Ja, wie gerne würde ich da rein? So, ist das vielleicht die richtige Tür? Ich hoffe, da geht's ohne Dietrich. Ach so, die geht gar nicht auf. Aber wie sollen wir denn da unten reinkommen, sag mal? Die Tür hier geht nicht auf. Was sagt ihr, das ist ein Soldat da oben? Halleluja. Das ist der schwer Bewaffnete, glaube ich. Aber wie kommen wir denn da unten überhaupt rein? Ich weiß auch nicht, ob wir den schwer Bewaffneten hier einfach so erledigen können, muss ich zugeben. Oh, das sind sogar noch zwei. Ich weiß nicht, ob wir den einfach hier so lautlos erledigen können. Es wäre natürlich gut, aber ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Weil der halt doch ein bisschen eine bessere Rüstung hat, aber wir können das Ganze ja ruhig mal probieren. Ich würde sagen, wir speichern jetzt einfach mal hier ganz kurz ab das Spiel. Und warten, bis die hier ankommt. Und wenn das dann nicht funktionieren sollte, dann machen wir halt eine ganz kurze Schnellladefunktion. Wir versuchen den mal genauso wie den hier einfach von hinterrücks zu erledigen. Ich hoffe, der sieht die Leiche jetzt nur nicht. So, dreh dich um. Gott, das wird nix. Das wird sowas von nix. Da steht der andere. Aber wie sollen wir bitte schön da reinkommen? Da unten. Ich baller die jetzt nieder. Da würde ich aber gerne mit dem hier anfangen. Der hat nämlich am wenigsten Leben. Oh, Sergeant, na hätte ich das gewusst. Hä, wo kommen die denn her? Oh scheiße, das sind die drei von vorher. Auch wieder gepanzerter Soldat. Nochmal drei. Oh Gott. Na komm rauf hier. Ich hoffe, der Mr. Professor bekommt von dem Ganzen nichts mit. So, geht natürlich wieder auf unsere Psyche, klar. So, der zweite wäre weg. Was raschelt da? Nur noch vier Schuss. Vielleicht haben die ja was. Ich weiß zwar überhaupt nicht, wo die sind. Oh. Ein Sergeant noch mit 375 Lebenspunkten. So, na Halleluja. Okay. Jetzt lebt niemand mehr außer der Professor da oben.
Und wir wissen aber trotzdem nicht, wie wir da unten hinkommen. Wir wissen trotzdem nicht, wie wir da unten in diesen Untergrund reinkommen. Obwohl wir jetzt gerade alle Soldaten umgebracht haben. Das gibt's ja nicht. Hier muss ja irgendwo ein unterirdischer Zugang oder sowas sein. Ich möchte jetzt nicht mit dem Kollegen quatschen. Weil ich habe dann Schiss, dass die Mission dann so weit voranschreitet, dass wir da gar keine Möglichkeit mehr haben, unten hinzukommen. Oh, eine schöne Waffe noch. Aber es gibt ja keinen zweiten Eingang in das Gebäude. Ja, hier wird's noch reingehen, aber da sind wir ja wieder genau dort, wo wir vorher eh auch schon waren. Nämlich auf der Etage hier. Na gut, wir speichern mal. Und ich versuche mal mit dem zu quatschen. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Das Ganze ist seltsam, aber er war lange mein Freund und Mentor. Beruhige ihn oder sei wachsam, er gehört zu den Nahtruppen. Wer weiß, aber noch derselbe zerstreute Wissenschaftler von damals ist. Verstärkung kann er ja eh keine mehr holen, die sind ja alle tot, deswegen beruhigen wir ihn erstmal und hoffen, dass alles gut geht und auch, dass wir uns da unten im Untergrund noch ein bisschen umsehen können. Это я, Игорь. Вы же помните меня, профессор Семенов? Столько лет прошло. Я думал, вы давно на пенсии. Но мы ведь с вами люди науки. Наверное, отдых просто не для нас. Игорь, я так рад тебя видеть. Вот только что ты здесь делаешь? Здесь опасно. Что вы здесь делаете, профессор? Вы действительно сотрудничаете с НАР? Вы знаете, чем они занимаются в зоне? Знаете, как обращаются с самоселами? Игорь, успокойся, пожалуйста. Мое дело наука, как и всегда. А политику и бюрократический вздор я оставляю другим. И чем же конкретно вы здесь занимаетесь? Обо мне не беспокойся. Я не превратился в доктора Менгеле. Я изучаю местную фауну. Удивительные создания, очень опасные. Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? Есть данные, полученные еще до Чернобыльской катастрофы. Очень важно собрать всю доступную информацию. Дай человеку дух перевести, а то он начнет тебя подозревать. Похоже, его просто заставили работать с НАР. Так мне кажется. Na, ich weiß ja nicht. Er untersucht die Fauna hier und durchstöbert irgendwelche Akten. Man sieht's ja hier. Also, 1982, 83 steht auf dem einen Aktenordner drauf. Das würde ja auf jeden Fall schon mal passen, weil er ja gesagt hat, vor der Tschernobyl-Katastrophe. Warum sollten Dokumente in einem Kindergarten sein, ist dann halt natürlich die andere Frage. Zweifle an dem, was Semenov sagt, oder stimme zu. Es kann wohl nicht schaden, das zuzugeben. Wir stimmen ihm mal zu, vielleicht verplappert er sich ja später irgendwann mal. Und dann können wir ihn auffliegen lassen. Ксения. Да. Похоже, они как-то связаны с Чернобылитом. Ты знаешь о Чернобылите? У тебя была возможность его изучить? Мы могли бы сравнить выводы. Но все-таки, Игорь, что ты здесь делаешь? Тебе ведь известно, что это закрытая зона. Я не видел Татьяну 30 лет. У меня, кажется, провалы в памяти. Я не помню... Что произошло в ночь аварии? Мне нужно найти ее и выяснить, что с нами случилось. Четвертый реактор. Ужасная катастрофа. Некоторые наши коллеги отдали жизнь из-за ошибки в этом эксперименте. Вот что бывает, когда политики начинают управлять учеными. Татьяна, такая чудесная девушка. А твой друг Борис, вы везде ходили вместе. Я называл вас своими тремя мушкетерами, помнишь? Слушай, охрана скоро вернется за мной. Не хочу, чтобы они навредили тебе или задавали ненужные вопросы. Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду. Теперь иди. Geh jetzt, sagt er. So kommen wir in den Untergrund. Naja, wer hätte das denn bitte sich denken können? Wer hätte sich das denn bitte denken können vorher? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, die habe ich ja gerade noch gebraucht hier. Na, herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn dieses Dokument? Da vorne liegt's rum.
Der ist gerade eh nicht da, dann holen wir uns das mal. Kennen wir das schon? Ich weiß gar nicht. Notiz einblenden. Bericht Nummer 13A01787 vom 1.7.87 betreff Test Nummer 56B der Chimboliten-Analysung. Ich glaube, wir sind gerade festgebackt. Oh. Drei Musketiere. Errungenschaft abgeschlossen. Freigeschalten. Was ist denn da gerade so laut? Ach so, dieses Teil da ist gerade so laut. 04, was auch immer das heißen mag. Okay, ich würde das trotzdem ganz gerne mal lesen. Nein. Betreff Test Nummer 56B der Chernobylit-Nanolösung. Exemplar, erwachsener Mann, 188 cm, 97 Kilogramm. Ich würde sagen, wir lesen das zu Hause. Wir lesen das zu Hause, da ist ein bisschen ruhiger. Verzieh dich, Wichser. Wir gehen nochmal alles looten, was wir hier looten können. Beispielsweise diese Notiz hier. Nicht solange du dich in Gefahr befindest. Was? Ich bin doch nicht in Gefahr hier. Wer kommt denn da auf so eine Idee? Kommt dann noch einer? Ne, wir können die Notiz lesen. Das passt. So, brauchen wir auf jeden Fall was für unsere Psyche. Uiuiuiuiui, wie sieht's denn hier aus? Das ist ein Foto. Посмотри вокруг, Игорь. Тут так спокойно. Пусто, но спокойно. Ни души вокруг. Как раз по мне. Не очень-то люблю людей. Я знаю. Интересно, как ты переживешь нашу свадьбу с толпой гостей? С какой еще толпой? Не волнуйся, глупыш. Ты справишься. Это плохо! Ich würde gerne gehen! Während dem Bild kommt der schwarze Stalker. Der hat das wahrscheinlich persönlich genommen, dass er es vorher nicht sehen durfte. Während wir das Bild hier lesen, während wir das Bild anschauen und dazu die Animation sehen, kommt der schwarze Stalker und ballert uns in den Tod. Na, herzlichen Glückwunsch. Uiuiui, Igor, komplett am Arsch. Leben und Psyche komplett am Arsch. Ach du Kacke. Olivier hat einen Erfolg bei der Monsterjagd im Auge von Moskau. 3 Chernobylit-Kristalle mitnehmen können. Sehr schön. Und auch Mikhail ist erfolgreich wieder nach Hause gekommen mit 3 Essensrationen und 2 Chemikalien. Und wir haben auch vorher gesehen, als wir dem Professor zugestimmt haben, dem Simonov, das hat Olivier sehr gefreut. Und wir sind jetzt mit ihm großartig verbunden. Die Stimmung zwischen uns ist großartig. Und ich hoffe natürlich, das bleibt auch so. Mal gucken, wir werden es dann herausfinden in der nächsten Folge. Ich habe das Gefühl, der hat vielleicht doch die Wahrheit erzählt, der Professor. Ich habe den am Anfang nicht so ganz geglaubt, weil ich mir gedacht habe, der sagt hier, er will die Fauna erkunden, steht in einem Kindergarten rum und sucht nach irgendwelchen alten Dokumenten. Aber wenn man das Ganze verknüpft und es hier irgendwas anscheinend schon gab vor Tschernobyl, vor der Katastrophe, diese Schatten, die Tschernowierte und so weiter und so fort. Wir haben auf den Aktenordner gelesen, 1982 bis 83, das würde auch hinkommen. Vielleicht untersucht er wirklich nur irgendwas für die Wissenschaft und versucht herauszufinden und nah ist nur Mittel zum Zweck. Könnte sein, ist wahrscheinlich auch so, weil verraten hat er uns nicht und er hat uns einen sicheren Ausweg gezeigt. Mehr oder weniger sicher, dass der schwarze Stalker gleich da unten steht, das hat er ja nicht wissen können. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Folgenpause, sehen uns dann wieder in der nächsten Runde und gucken dann, was wir hier in der Base ändern können. Wir brauchen auf jeden Fall Dietriche und wir gucken mal, ob wir jetzt den letzten Hinweis von Tatjana auch gefunden haben. Bis dahin, danke dir fürs Zusehen und tschüss!